Liebe Freunde, brandaktuell hier. Patch-Hinweis 1.2 und diesmal auf Deutsch. Da sich das viele Leute gewünscht haben, ist er ist schon auf Deutsch heraus. Deswegen werden wir uns das jetzt in Deutsch angucken. Nämlich Patch 1.2 wird nämlich schon morgen released. Ja, also wir müssen nicht länger warten, sondern haben schon morgen am Staatsfeiertag in diesem wunderschönen Land einen neuen Patch. Warte mal. So. Ja, alte 4 hilft immer weiter. Genau, ja, schön. Also Patch.1 wird am ersten Mal für PC und am zweiten Mal für Konsolen veröffentlicht. Dieser Patch mittlerweile sich primär der Ausgewogenheit sowie Fehlerkorrekturen. Wissen wir schon. Balanceänderungen. Unten findet ihr eine Aufzählung der Balanceänderungen im Patch 1.2. Findet ihr eine ausführliche Begründung für diese Änderungen, könnt ihr hier in den Anmerkungen des Spieldesigners finden. Das wird wahrscheinlich der Reddit-Link. Nein. Ah ja, okay. Okay. Gut. Zu der Grafik habe ich schon ein Video gemacht. Also wer das noch nicht gesehen hat, könnt ihr darauf zurückgreifen. Lion, der Umriss ist jetzt nur noch sichtbar, wenn sich der Spieler bewegt. Die Scanladungen wurden von 3 auf 2 verringert und die Abklingzeit zwischen den Scans wurde von 10 auf 20 Sekunden erhöht. Wissen wir schon. Jäger, die Elster. Ja. Also das Active Defense System von Jäger zerstört die Ladungen von Hibanas X-Kairos nicht mehr. Diese Interaktion wurde ja ausgeschalten, da sie zu OP war. Blitz, die Blendreichweite des Blitzschildes wurde von 8 auf 5 Meter verringert. Die Blitzschildladungen wurden von 5 auf 4 verringert. Witchel, die Ladung der elektronischen Rendering-Tarnung ist jetzt nach 12 statt 30 Sekunden aufgebraucht. Die elektronische Rendering-Tarnung ist jetzt nach 6 statt 12 Sekunden wieder aufgeladen. Ja, also ist eigentlich ganz ausgewogen, finde ich. Und kann man machen. Hibana, die Claymore wurde durch eine Sprengladung ersetzt und bei Jägern die Rauchgranaten wurden durch eine Claymore ersetzt. Der LMG-Schaden wurde angehoben, dann werde ich jetzt nicht alles so vorlesen, aber schaut euch mal die Grafiken an. Manche sind im Großen und Ganzen stärker geworden, manche weniger, manche mehr. Da haben wir noch ein paar Fehlerkorrekturen. Ja, das sind eh nicht viel, die können wir uns auch noch kurz durchlesen. Gameplay behoben. Spieler können die Präzision beim Feuern aus der Hüfte oder einer Reihe bestimmter Aktionen ausnutzen. Die Waffe wird unsichtbar, wenn ein Spieler seine Drohne wirft und diese zerstört wird. Das habe ich selbst schon erlebt. Verteidiger können nach Einsatz eines Gerätes stecken bleiben, wenn sie die Einstellung zum fortgeschrittenen Geräteinsatz nutzen. Und die Replikation des mobilen Schilds fällt nach bestimmten Aktionen manchmal unterschiedlich aus. Level Design. Ja, okay, das ist jetzt nicht so wichtig. Operator behoben. Line Scan Sound Effect ist auch noch in der nächsten Runde zu hören. Habe ich schon ein paar Videos gesehen. Ende Finkers Boost. Während sich der Spieler in Smokes Gas befindet, wird der Schadensmultiplikator nicht entfernt. Behoben ist das Magazin des Spear 3 Points 3 Punkt Alter Punkt 308. Komplett leer. Verkürzt sich die Animation während des Nachladens leicht, wenn dabei über das Visier gezielt wird. Das hatten wir schon bei der Bosk damals. Sobald beide Patronen drin waren, konntest du kurz anaimen und dann war es, habe ich schneller nachgeladen. Ja. Capcom, behoben die Zugangssperre fügt keine 40 Schaden zu, wenn sie am niedrigstmöglichen Punkt einer Tür angebracht wird. Ja, oder bei Schilden, aber bei Schilden ist dann normal. Mercury, schwarze Augen können im ersten Obergeschoss Aktienhandelsraum von Bank durch Grinsen sehen. Okay. Doc, wird die Reanimationspistole aktiviert, während ein mobiler Schild gehalten wird, führt dies zu einem sofortigen Waffenwechsel. Ella verliert ihre Funktionalität, wenn ihr Gerät zerstört wird, während sie versucht, es aufzuheben. Schockdraht bleibt an einem mobilen Schild aktiv, nachdem dieser zerstört wurde. Jäger. Der Operator hängt manchmal fest, wenn er versucht, mobile Geräte aufzuheben. Okay. Benutzererlebnis. Spieler, die VS-Benachrichtigung deaktiviert haben, sehen diese trotzdem im Spiel. Weiß ich nicht jetzt genau, was VS-Benachrichtigungen sind. Spieler können eine Standard- und eine Elite Kampfuniform zugleich ausrüsten. Bei der Killerkopfbedeckung von Bug fehlen die roten Augen. Okay, das wäre alles. Was mir jetzt aber wirklich fehlt und worüber ich jetzt sehr traurig bin, ist, dass das neue UI noch nicht drin ist. Oder vielleicht ist es auch drin, es steht hier noch nicht herein, keine Ahnung. Ich werde gleich mal den Community Developer fragen und mal, vielleicht antwortet er mir dann, ja, dann kommt noch so ein 30 Sekunden Video so hinterher. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, ciao.